Ja, ein Programmpunkt jagt hier den nächsten und es ist heute wie, es geht hoch und runter und das ist ja auch das Schöne, es ist wahnsinnig abwechslungsreich und nachdem wir jetzt über schwere Themen gesprochen haben, nein, ich weiß es nicht, kommt jetzt etwas Unterhaltsames, ich freue mich total. Es ist nämlich, es gibt den Yes We Cancer Podcast. Und der ist von Alex von Korff und Paula Ellenbrock. Seid ihr denn schon da? Ja, sehr schön. Und wir werden heute, ja, kommt erstmal zu mir. Yeah. Da seid ihr. Ja, wir sehen jetzt ja quasi einen Live-Podcast, korrekt? Es ist, ja. Es ist diese Woche noch verrückter heute. Noch verrückter? Weil wir haben ja Publikum, das sind Alex und ich eigentlich gar nicht so gewohnt, weil wir, wenn wir normalerweise Podcasts machen, eigentlich ganz zu zweit sind oder haben vielleicht noch Gäste da. Nicht so hübsch rausgemacht. Nicht so hübsch rausgemacht, stimmt. Also wir haben heute Publikum, wir sind online zu sehen. Es ist heute ganz anders als sonst tatsächlich. Wir freuen uns darauf. Seid ihr jetzt ein bisschen aufgeregt? Ja. Wirklich? Oh. Positiv aufgeregt. Positiv, also vorfreudig aufgeregt. Genau. Ja, sehr, sehr. Toll. Und wollt ihr schon verraten, was, wie, worum, so? Oder lassen wir uns jetzt komplett überraschen? Lasst euch mal überraschen, oder? Wir lassen uns überraschen. Okay, dann werde ich mich jetzt hier dazusetzen und mir euren schönen Live-Podcast anhören. Vielen Dank. Ist das deine Schokoseite? Meine Schokoseite? Sitzen wir so richtig? Man sieht uns ja so selten. Ich weiß nicht, wo meine Schokoseite ist. Ja, ja. Wir kennen gegenseitig unsere ganzen Schlafanzüge wahrscheinlich, wenn wir zusammen Podcast machen. Aber so, so ist ja auch mal ganz schön. Ist ja auch ein ganz anderes Format heute, als wenn wir uns sonst sehen. Wir haben eine kleine Premiere heute, dass wir das hier auf der YesCon machen, ne? Das stimmt, das stimmt. Und das nächste Mal kommen wir alle im Pyjama. Genau, ganz herzlich willkommen. Wir spaßen hier heute ein wenig herum, aber das Thema, über das wir sprechen, ist eigentlich ein ganz interessantes, weil wir haben uns wie so oft eigentlich mal Gedanken gemacht, worum geht es eigentlich und welche Rolle haben wir als Patientinnen in diesem ganzen Gesundheitssystem. Und Alex, vielleicht werfe ich dir mal den Ball zu, ganz spontan. Bitte. Nein, wir haben uns einfach gefragt, wer sind eigentlich die Akteure in diesem ganzen Gesundheitssystem, mit denen wir so als Erkrankte, sind ja sehr viele Erkrankte, auch da zu tun haben. Also wen trifft man denn alles so auf seiner Krebsreise, nenne ich es jetzt mal? Also eins ist klar, der Patient ist der Zentrale, bei dem läuft irgendwie alles zusammen. Wen sieht man auf seiner Reise? Im besten Fall einen Arzt, einen Facharzt, einen Onkologen, Senologen in unserem Fall, Gynäkologen, Hämatologen, aber auch noch andere Interakteure im Gesundheitssystem wie Therapeuten oder die nette Apothekerin, die einen vielleicht mal berät in Sachen medizinischen Geschehen. Aber ehrlich gesagt gibt es natürlich auch Interakteure, die unmittelbar mit uns zu tun haben, aber die wir so nicht sehen. Und wir möchten heute ein bisschen das Spektrum öffnen und diese Interakteure sichtbar machen und haben uns hierfür einen Gast eingeladen und begrüßen ganz herzlich die Sandra Banschbach. Hallo Sandra. Hallo, hallo Sandra. Hallo, schön dich zu sehen heute hallo, bei Paula, uns. Hallo Alex. Du bist in unserer Mitte. Vielen Dank, dass du da bist. Möchtest du dich einmal kurz vorstellen bei uns? Ja, sehr gerne. Jetzt muss ich dazu sagen, ich gucke ja frontal in die Kamera. Also Schokoladenseite konnte ich mir jetzt hier gar nicht aussuchen. Ich hoffe, dass das passt trotzdem. Und wie ihr hört, das muss ich gleich mal vorweg schicken, mein Sohn hat einen Kita-Schnupfen mitgebracht. Deswegen hört ihr mich eventuell ein bisschen nasal. Und ich hoffe, ich muss die Taschentücherbox, die neben mir auf dem Tisch steht, nicht zu Hilfe nehmen während dieses Gesprächs. Ja, gut, dass du einen sicheren Abstand hast jetzt zu uns. Ja, das habe ich dann tatsächlich auch gedacht. Genau, also sehr gerne. Mein Name ist Sandra Banschbach und ich habe den etwas langen Titel, beruflichen Titel, Senior Manager Corporate Affairs und Patient Affairs Lead bei Bristol Myers Squibb, einem forschenden pharmazeutischen Unternehmen, das in Deutschland, in München ansässig ist. Ja, da kommst du schon mit dem ersten Begriff, Patient Affairs. Das ist schon erst so, hä? Dann, es gibt Patient Relations, gibt es auch oft als Begriff. Mhm. Was habe ich noch? Patientenbeauftragte. Was genau ist das?
Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Und diese Titel, ja, wie du es gerade auch schon gesagt hast, die sind ja sehr unterschiedlich. Aber ich denke, im Endeffekt meinen sie alle das Gleiche. Bei BMS, so kürzen wir unser Unternehmen ab, ist meine Stelle im Prinzip Ausdruck unserer Patientenzentrierung. Und Patientenzentrierung ist auch wieder so ein Begriff. Was bedeutet das eigentlich? Und es geht darum, diesen etwas abstrakten Begriff dann in die Praxis umzusetzen. Das heißt, ich bin sowohl nach außen als auch nach innen in der Firma Ansprechpartner, wenn es um irgendetwas geht, was mit dem Thema Patienten zu tun hat. Sprich, ob es nach außen hin Ansprechpartner für Patienten-Selbsthilfegruppen zum Beispiel oder andere Patientenvertreter ist oder ob es mit den Kollegen darum geht, zu überlegen, wie können wir diese Patientenzentrierung in die Tat umsetzen und uns immer wieder überlegen, dass wir die Perspektive des Patienten berücksichtigen bei dem, was wir tun. Sandra, jetzt noch ganz kurz einmal so in die Praxis geholt tatsächlich. Bei meinem Arzt ist klar, das ist Herr Professor Dr. Müller, meine Therapeutin heißt Frau Lieselotte sowieso. Wie kommen wir in Berührung? Also im besten Fall sehen wir uns nicht. Ist das das Ergebnis oder wo docken wir aneinander an? Das ist ganz unterschiedlich. Ich glaube, der Begriff, den du ja so ein bisschen auch ansprichst, ist ja eigentlich dieses Thema Patientenpartizipation, ja, Beteiligung. Worum geht es eigentlich? Wo treffen wir uns? Wo haben wir Berührungspunkte? Und das ist ein sehr komplexes Thema. Also es gibt ja in Deutschland Patientenbeteiligung laut Gesetzgeber. Fangen wir mal damit an. Ne? Also ganz klassisch das, was irgendwo vorgegeben wird, wo sich Patienten, wo die Möglichkeit bekommen, sich zum Beispiel im gemeinsamen Bundesausschuss zu engagieren, wo da die Patientenstimme gehört wird. Dann gibt es die Beteiligung in der Forschung. Ja, und ich glaube, das ist so der erste Anknüpfungspunkt, den man natürlich als Patient mit dem Unternehmen hat. Es gab ja auch auf der YesCon schon dieses Thema Datenspende oder warum gebe ich meine Daten für die Forschung. Das ist natürlich ein ganz unmittelbarer Berührungspunkt, nicht nur mit Ärzten, sondern auch mit pharmazeutischen Unternehmen. Und dann geht es weiter eigentlich bis in so ganz konkrete Projekte. Also wir arbeiten natürlich in der Regel nicht mit dem direkten Patienten, sondern mit den Patienten und Patientinnen, die sich in der Patientenvertretung engagieren zusammen. Das heißt, wir schauen bei Projekten, dass wir dass wir uns eine Beratung holen, dass wir die Perspektive mit einbeziehen. Es gibt auch Co-Creation-Dinge, also Dinge, die wir gemeinsam entwickeln oder auch Projekte, die wir unterstützen. Das sind so ein paar Beispiele. Sehr spannend. Ne? Also im Endeffekt zahlt es ja auch ein auf das ganze Thema der mündige Patient. Also der nicht nur bei seiner Therapie mitreden möchte, sondern vielleicht auch auf einer anderen Ebene nochmal. Im Gesundheitssystem, in der Wirtschaft, in der Pharmaindustrie. Spannend. Ja, ich finde das ganz wichtig. Also in der nationalen Dekade gegen Krebs ist eines dieser vier großen Felder. Und da stand auch, irgendwo haben Sie so schön geschrieben, die Patientenbeteiligung steckt in Deutschland noch in den Kinderschuhen. Ich glaube, da ist halt ganz, ganz viel, was wir noch machen können, wo es wichtig ist, Patientinnen und Patienten mit einzubinden an ganz vielen verschiedenen Stellen, angefangen bei der Forschung bis hin zur Versorgung. Du erwähnst gerade die Dekade gegen Krebs. Kannst du da kurz drauf eingehen? Im Hinblick jetzt auf Patientenbeteiligung, meinst du? Oder? Was die Dekade gegen Krebs ist? Mhm. Vielleicht, dass wir nochmal alle abholen. Ja, sehr gerne. Also die nationale Dekade gegen Krebs ist von der Bundesregierung ausgerufen worden, um sich quasi zu sagen, die nächsten 10 Jahre fokussieren wir uns auf bestimmte Bereiche, in denen wir uns du hast es eben die Reise genannt, ja, die Reise eines Patienten, aber eigentlich dieses ganze System rund um die Erkrankung Krebs angucken und uns Ziele setzen und die definieren, weil wir da besser werden wollen an ganz verschiedenen Stellen, um da konkret sich Aufgaben zu setzen, an einigen Punkten zu arbeiten. Und einer dieser Punkte ist eben das Thema Patientenbeteiligung. Sandra, ich frage mich gerade so, die Kommunikation nach außen ist manchmal ein heikles Thema. Du arbeitest in der Industrie, also dem Partner, den wir eigentlich als Patient nicht vis-à-vis in persona vor uns haben. Das ist so ein bisschen die Blackbox, ne? Also seien wir mal ehrlich, den Arzt, den kenne ich, dem kann ich direkt feedbacken, aber alles, was Industrie oder Produkt oder Hilfsmittel angeht, da habe ich mehr Kontakt zum Produkt und weniger zu dem Geschehen dahinter. Mich würde einfach interessieren,
wir sind ja auch hier, um mal ganz offen miteinander zu reden, also an einen runden Tisch zu treten, und wir möchten einfach die Gelegenheit nutzen, auch mal über Vorurteile zu sprechen, die einfach in dieser Verbindung Industrie und Patient bestehen. Mit welchen Vorurteilen seid ihr konfrontiert oder welcher Elefant steht da im Raum? Sagen wir es mal so. Ich finde das einen sehr guten Punkt und auch sehr gut, dass wir das heute thematisieren und so offen ansprechen, weil du hast es eben Blackbox genannt, ja? Und ich glaube, das beschreibt es eigentlich schon ganz gut, weil es nicht auf den ersten Blick klar ist, was da genau passiert, wo Verbindungen sind, wo auch nicht. Und das ist ja gerade das, was wir auch besprochen haben. Ja? Wo sind denn die Berührungspunkte, wo habe ich die denn? Und ich denke, das liegt auch daran, Gesundheit ist etwas sehr, sehr Persönliches. Und da, wo es sehr persönlich ist, ist es auch sehr emotional. Und da, wo es emotional ist, sind eben verschiedenste Gefühle mit verbunden, im Positiven wie auch im Negativen, sind auch Ängste, sind auch Zweifel, sind auch Misstrauen, ne? Das muss man ganz klar sagen. Und dann habe ich diese sehr komplexe Gefühlslage und habe dann auf der anderen Seite ein extrem komplexes System. Das habt ihr ja auch schon eingangs beschrieben. Es sind wahnsinnig viele verschiedene Beteiligte in diesem System. Und das macht es sehr schwer zu verstehen und eben so ein bisschen zu einer Blackbox. Und ich glaube, das ist so ein Grund, warum der Zugang nicht ganz einfach ist dazu. Und ich persönlich beschreibe das immer ganz gerne. Für mich ist das natürlich nicht mehr so, weil ich da arbeite. Für mich sind so, sage ich jetzt hier ganz leise, wir sind ja unter uns, ne? Das Thema Versicherung, das ist für mich so eine Blackbox. Ja, da kenne ich mich überhaupt nicht aus. Ja? Ich habe immer das Gefühl, irgendwo, ist das jetzt alles richtig? Brauche ich das wirklich oder verpasse ich irgendwas? Und wer zieht da eigentlich die Fäden? Natürlich weiß ich auch, Versicherungen müssen Gewinn machen, um zu überleben. Genauso ist das natürlich bei allen anderen konsumorientierten Firmen. Da ist es für mich klar, ja, wenn ich irgendwo so ein fast-moving Consumer-Good habe, ist mir klar, dass ein Unternehmen das nicht macht für einen Selbstzweck, sondern weil es Gewinne machen kann. Und da, wo es um Gesundheit geht, wo es um Krankheit geht und wo es emotional wird, da ist es schwierig zu verstehen. Und ich glaube, das sind so Punkte, die mir begegnen, wir natürlich auch immer wieder im Persönlichen. Und ich habe aber die Erfahrung gemacht, wenn ich, so wie heute, ja, erzähle, was ich tue, womit ich mich beschäftige, auch mal Beispiele gebe, dass dann so ganz viele Aha und Oho und Ach echt Erlebnisse kommen. Und ich glaube, dass das auch immer so ein Stück weit dazu beiträgt, so ein bisschen zu erläutern, was wir machen. Und das ist auch im Beruflichen natürlich eine Aufgabe, ja? Denn das sind alles komplexe Themen. Und das macht mir dann aber auch so viel Spaß daran, denn sich selber in so Themen einzuarbeiten, egal ob das gesundheitspolitische sind, ob das wirklich krankheitsbezogen oder medikamentenbezogen sind, alles das, was ich selber verstehe, kann ich natürlich auch jemand anders gut erklären und weitergeben und damit dann auch dazu beitragen, das so ein bisschen zu entmythisieren, ja? Und ja, dann hoffentlich auch den Zugang etwas zu erleichtern. Schöner Vergleich mit der Versicherung. Ja. Was ich so bemerkenswert finde, und ich finde, da können wir uns für alle Lebensbereiche das mal zum Vorbild nehmen, dass Kommunikation keine Einbahnstraße ist. Also du sagst, du kommunizierst etwas nach außen, was wir hier gerade tun, aber auch innerbetrieblich findet eine Art Kommunikation statt. Also du bist Ansprechpartner im Betrieb. Und ich frage mich einfach, was ist das für eine Position? Also mit welchen Fragen bist du konfrontiert? Oder sind das Gespräche oder Kampagnen? Oder, also ich frage mich, wie ich als Patientin im Unternehmen repräsentiert werde. Wie werden denn meine Interessen dort repräsentiert? Wer bin ich denn da eigentlich? Das ist auch wieder eine Frage, die für mich zu einem perfekten Zeitpunkt kommt. Denn ich fange von hinten an. Ich fange gerade, wer bist du im Unternehmen an? Bist es jetzt nicht du persönlich, aber ich spreche mal von dem Patienten, wo ich eben gesagt habe, da, wo wir eigentlich selten Berührungspunkte haben. Und zwar haben wir bei BMS jedes Jahr global, also wir sind ein US-amerikanisches Unternehmen mit Standorten in verschiedenen Ländern, und wir haben global über alle Ländergesellschaften hinweg jedes Jahr eine Woche, die nennt sich bei uns Global Patient Week. Und die ist wirklich zufälligerweise nächste Woche. Die beginnt bei uns am Montag. Und das ist so eine Woche, in der wir uns zur Aufgabe gemacht haben, dieses sehr abstrakte Thema der Patientenzentrierung nochmal nahe zu holen, ja? Uns einfach nochmal einen Schritt zurückzumachen, neue Perspektiven zu wagen, uns auch nochmal so zu refokussieren und uns nochmal vor Augen zu führen, für wen arbeiten wir eigentlich jeden Tag? Warum gehe ich da jeden Tag hin und mache den Job
den ich mache? Warum tue ich das, was ich tue? Und in dieser Woche dreht sich auch ganz viel um den oder die Patienten selber. Also da haben wir jedes Jahr auch wieder die Ehre, Patienten oder Patientinnen bei uns im Haus zu begrüßen, in diesem Jahr nur virtuell, die dann ihre Geschichte mit uns teilen, die ihre Perspektive mit uns teilen, die uns aber auch Dinge mit auf den Weg geben. Ja? Und ich meine, wir sind sehr viele Kollegen in ganz unterschiedlichen Bereichen, die nicht tagtäglich eben mit Patienten zu tun haben. Und ich glaube, das ist schon mal so ein Beispiel für die Aufgabe, wie man das eben intern immer wieder angehen muss, dieses Thema, um auch sich das immer wieder bewusst zu machen. Also das ist jetzt so dieser eine Bereich. Und den ersten Teil deiner Frage war ja, was sind dann für Fragestellungen, mit denen die Kollegen kommen? Das ist ganz, ganz unterschiedlich. Da geht es manchmal darum, zu sagen, okay, es gibt neue Zulassungen von Medikamenten und da werden ja auch immer entsprechende Unterlagen erstellt, die dann für den Arzt oder die dann dieses Arzt-Patienten-Gespräch unterstützen sollen, die aufnehmen über die Erkrankung, über das Medikament. Und da komme ich dann zum Beispiel häufig ins Spiel, weil dann die Frage kommt, wie müssen wir das gestalten? Worauf müssen wir achten? Sind das eigentlich auch die Fragen, die gestellt werden? Ja, dann versuchen wir wiederum, oder ich in dem Fall dann, in die Patientenperspektive einzuholen, also uns jemanden an die Hand zu holen, der uns vielleicht diese Fragen beantworten kann. Denn es geht ja oft darum, ich meine, nicht im stillen Kämmerlein was zu entwickeln, sondern eben mit denjenigen, die es auch betrifft. Und ich möchte da jetzt gerne eine Patientenexpertin und Vertreterin nochmal zitieren, die auch immer wieder gesagt hat, ihr ist wichtig, dass wir mit Patienten reden und nicht über Patienten. Mhm. Ja, und das ist, glaube ich, finde das fasst es immer sehr schön zusammen. Darf ich mal fragen? Ich habe mich jetzt die ganze Zeit gefragt. Ich finde es natürlich ganz toll, dass Patienten gefragt werden, dass Patienten eingebunden werden. Aber wie wählt ihr denn diese Patienten aus? Das stellt wirklich viele gute Fragen. Muss man ja, wenn man mal an der Quelle ist. Ja, also ich sage mal so, wenn ihr Lust habt mitzumachen, immer gerne an mich wenden. Ne? Wir sind ja auch an viele Vorgaben gebunden. Ne? Das darf man ja auch nicht vergessen. Und es ist auch gut so, als forschendes Pharmaunternehmen, wir die verschreibungspflichtigen Medikamente herstellen, sind wir ja alleine schon durch das Heilmittelwerbegesetz da auch reguliert. Und es ist nicht quasi wir haben ja keinen Kunden, der Patient ist ja nicht unser Kunde. Ja? Mhm. Das heißt, das ist ein extrem sensibler Bereich und da würde ich jetzt nicht einfach rumlaufen und irgendwo jemanden fragen, sondern das geschieht in der Regel über Kliniken, über Ärzte, die uns Kontakte vermitteln, wo wir dann mal, wenn wir nach einer spezifischen Indikation zum Beispiel sagen, wir würden total gerne mal von jemandem hören, das sind dann die konkreten Patienten, da würden wir dann da nachfragen. Und ansonsten der Großteil des Kontaktes ist über Selbsthilfe und Patientenorganisationen. Ja. Also das ist da, wo sich Patienten und Patientinnen engagieren und auch formell engagieren, wo sie auch nach außen treten und diese Rolle bewusst wahrnehmen, das sind natürlich unsere Hauptansprechpartner. Wir sind ja mehr Akteure im Gesundheitswesen. Also es sind nicht nur Patienten und es ist nicht die Industrie, obwohl das, glaube ich, so, dass das ist die Blackbox, die ich jetzt fast definieren würde, die Beziehung mit den meisten Fragezeichen. Aber Ziel der YesCon, warum wir eigentlich hier sind, ist tatsächlich mal alle Interakteure hier zu präsentieren. Also wir sind ja hier da mit Therapeuten, wir sind hier mit Ärzten, wir sind hier mit Vertretern aus Politik und Öffentlichkeit und Angehörigen. Wir versuchen, den Kreis zu öffnen. Du bist Teil dieses Kreises. Wie funktioniert oder was wäre wünschenswert, was wäre deine Vision eigentlich so, wo wir in 10 Jahren stehen im Bereich deiner Tätigkeit, deiner Jobbeschreibung? Ich habe mir jetzt gestern und heute, ich glaube, ich habe schon viereckige Augen, ich habe sehr viel oder eigentlich auch fast ausschließlich zwischen 12 und 20 Uhr vor dem Rechner gehockt und habe euer Programm verfolgt und die verschiedenen Panels angesehen und finde es unglaublich spannend. Ich habe auch sehr viele Stichworte mir selber mitgenommen oder sehr viele Notizen auch gemacht, weil ich ganz, ganz tolle Ansätze auch wieder finde. Und ich glaube, Krebsbekämpfung ist Teamwork. Ja, das ist das alleine. Und ich meine, ihr sagt es, ich sehe es hinter dir, Alex, jetzt aus meiner Perspektive, du bist nicht allein. Und ich glaube, das ist, ja, genau, ich sehe es hinter dir an der Wand aus meiner Perspektive. ich glaube, das ist das ganz Entscheidende. Und von der
wenn wir die Vision Zero, das ist noch so ein schönes Schlagwort, ja, also die Hoffnung, das Bestreben, dass irgendwann niemand mehr an einer Krebserkrankung sterben muss. Das ist ja das Ziel, was wir letztendlich alle gemeinsam verfolgen. Und wenn wir es da schaffen, in 10 Jahren dem einen ganz, ganz großen Schritt näher gekommen zu sein und gemeinsam an einem Tisch sitzen, wenn wir Dinge besprechen. Ja, und damit sind Vertreter wirklich aus allen Bereichen. Moment mal, du hast es eben aufgemacht, Paula, wir haben den Patienten sicherlich im Mittelpunkt, aber es sind so, so viele Beteiligte. Neben der Forschung, neben den Beteiligten aus dem Gesundheitssystem selber sind es ja so ganz, ganz viele Funktionen, egal ob das die Physiotherapeuten sind, ob das die Sozialdienste sind, ob das die Krebsberatungsstellen sind, die Patientenorganisationen oder die onkologische Kosmetikerin. Ja? Auch die eine ganz, ganz entscheidende Rolle auf so einer Patient Journey hat, wenn wir es irgendwie schaffen, die besser zu vernetzen und vielleicht auch ein Stück weit diese Black Box, ja, ein bisschen heller zu machen. Ich glaube, das wäre ein schönes Ziel. Ja, dieses Miteinander, sagen wir auch dieses, du bist nicht allein, das ist schön, dass du das auch gesagt hast, aber ich finde auch dieses, dass man sagt, wir wollen doch alle die gleiche Sache, ne? Wieso nicht einfach alle an die Hand nehmen? Und ich finde, das haben wir auch ganz schön hier bei der YesCon eigentlich. Das ist eigentlich ein schönes Beispiel, ne? Mhm. Wo alle zusammenkommen. Ich sehe ganz viele Patienten, ich sehe Ärzte, ich sehe Angehörige. Das ist einfach schön, dass auch Politiker hier sind, die sagen, ja, wir unterstützen das und wir wollen doch alle das Gleiche. Und das, ja. Darum geht es eigentlich, ne? Also man könnte das ja so, die Vision Zero, ja, ist, glaube ich, der Grund, warum wir alle hier sitzen. Wir wünschen uns eine Übermacht der Krankheit gegenüber. Im besten Fall wünschen wir uns, dass es diese Krankheit nicht mehr gibt. Das ist ein übergeordnetes Ziel, an dem wir alle sitzen und an dem wir alle feilen und an das wir alle glauben, ja, und weswegen alle so eine Offenheit haben. Und ich glaube, das ist was sehr, sehr Wertvolles. Ich glaube, so eine Mini-Vision Zero, die wir eigentlich hier erlebt haben, die letzten 2 Tage, die wir hier sein durften, ist ja eigentlich, ja, aber jetzt ist die Krankheit nun mal da. So, und das ist eben dieser Schirm. Also wir sitzen hier ja wegen der Erkrankung Krebs und ich finde eben, dass auch sehr viel mit Vertrauen zu tun hat. Also kann ich mir Teamwork gegen den Krebs mit jemandem vorstellen, zu dem ich kein Vertrauen habe, funktioniert das gut? Ich finde Vertrauen durch Information und Offenheit immer sehr wichtig. Deswegen danke ich dir sehr, dass du dich für solche Gespräche zur Verfügung stellst. Wenn hier sitzen ein paar Patienten im Raum, also das weiß ich, gibt es was, was du schon immer mal sagen wolltest, um vielleicht diese Blackbox ein bisschen grauer werden zu lassen? Vielleicht den Deckel den vielleicht mal einen Spalt öffnen, ja, einen Spalt. Und Licht reinlassen. Also wir öffnen schon die Türen, aber... Ich glaube... Das ist Wahnsinn, weil ich würde eigentlich, mir fallen gerade 1000 Dinge auf einmal ein, aber ich glaube, kann ich jetzt dann so eine Kaskade, wie viel Zeit haben wir noch? Nein, aber ich glaube, ganz wichtig ist es, wir als Unternehmen verstehen uns als ein Teil in diesem Kampf gegen Krebs und wir versuchen mit dem, was wir tun, jeden Tag dazu beizutragen, dass wir eben dieser Vision Zero ein Stückchen näher kommen und versuchen, da auch diese Transparenz herzustellen und die Information zu geben. Und deshalb, wenn es Fragen gibt, würde ich auch immer sagen, auch die Unternehmen fragen. Denn es gibt Antworten und auch jeder Patient bekommt Antworten. Und ihr seid auch gut erreichbar. Frage ich jetzt einfach mal. So, weil es ist ja immer schön zu sagen, ja, dann kommt doch an uns heran und fragt uns doch, ja, wie denn? Ja, also ich glaube, ich meine, wir sind jetzt hier das beste Beispiel der Digitalisierung, glaube ich, gerade heute. Auch wir haben eine Website, auch wir haben E-Mail-Adressen und ich kann euch aus eigener Erfahrung sagen, dass diese E-Mails gelesen werden. Super. Ich lese sie zum Teil eben auch. Also es gibt ja, ich kann jetzt ja auch Werbung machen, im Showroom gibt es auch einen Stand von Bristol Myers Squibb. Da seht ihr mich jetzt gerade nicht als Avatar, weil ich gerade bei euch sein darf, aber auch da immer wieder als Avatar, also auch darüber könnt ihr uns kontaktieren und immer gerne. Sarah, ich finde, das ist so ein guter Moment, mal so ein bisschen ins Persönliche zu rutschen, weil von uns Patienten wird immer
erwartet würde ich nicht sagen, aber es heißt immer, zeigt eure Geschichten, erzählt eure Geschichten. Mhm. Das ist eine ganz, ganz sensible Sache, weil das gelingt nicht jedem. Das ist die schwerste Zeit des Lebens und die öffentlich vor Gremien zu vertreten oder vielleicht in der Öffentlichkeit. Ich sage mal vorsichtig, das liegt nicht jedem und da ist ja die Grenze eines jeden Einzelnen vielleicht doch ein bisschen anders. Nun haben wir aber mal die Gelegenheit, ne? Ich bin Paula, das ist Alex, wir hatten Brustkrebs, wir reden offen darüber, wir sind da sehr proaktiv. Mhm. Wer ist Sandra Bansbach? Warum machst du das, was du machst? Mhm. Ja? Ja, also, jetzt muss ich auch da wieder anfangen. Ich komme ja aus der Kommunikation, ja, deswegen habe ich so viele Worte. Ich wollte gerade sagen, also, das ist so komisch, viele Buchstaben, wundert mich jetzt gar nicht. Wir reden ja schon viel. Ne? Bist in guter Gesellschaft. Ja, absolut. Ich fühle mich auch gut aufgehoben bei euch. Ich glaube, und ich finde das ganz interessant, weil wenn man sich zum Beispiel im Unternehmen umschaut, welche Geschichten meine Kollegen jetzt auch haben, sind ganz unterschiedliche Werdegänge. Und auch bei mir ist es so gewesen, dass ich eigentlich per Zufall in diesen Bereich gerutscht bin. Ne? Ich habe im Bereich Kommunikation studiert und wollte immer in den Bereich gehen. Eigentlich wollte ich ehrlich gesagt immer Unternehmenskommunikation an einem Flughafen machen. Gott sei Dank ist es das zum Teil zumindest nicht geworden. Ja, momentan auch kein einfacher Job. Das ist so das, was ich immer machen wollte. Und dann bin ich so einen klassischen Weg in der Kommunikation gegangen. Also ich habe in Agenturen, habe ein Traineeship gemacht und bin in den Bereich eingestiegen, der eigentlich gar nicht das war, was ich machen wollte. Es waren so lifestyleige Sachen, ein bisschen Automotive, ja, so der Bereich. Und dann habe ich ausgeholfen in einem Team, was ich bei uns Healthcare-Team nannte, was sich also mit Gesundheits- und auch Krankheitsthemen befasst hat. Und das war, wie ich im Nachhinein immer sage, mein großes Glück, denn ich habe da wirklich meine Heimat gefunden. Ne? Also ich bin eingestiegen in dieses Thema und habe auf einmal gemerkt, wie für mich war damals das auch eine Blackbox, ja. Und für mich hat sich die sehr weit geöffnet und sehr schnell. Und ich fand es unheimlich interessant und spannend, mich immer wieder mit neuen Themen, auch wissenschaftlichen Themen auseinanderzusetzen, mich da einzuarbeiten, das in jetzt im Bereich Patientenkommunikation auch in eine Patienten- oder auch zum Teil laienverständliche Sprache zu übersetzen. Und habe auch gesehen, was da für Geschichten hinterstecken. Und so bin ich da immer tiefer quasi eingetaucht und bin dann irgendwann von der Agenturseite auch in die Industrieseite gekommen und dann letztendlich jetzt in diesen Bereich, in dem ich jetzt arbeite, der eben Patient Affairs bei BMS jetzt heißt. Und für mich ist das jeden Tag wieder auch inspirierend. Ja? Das sind Geschichten, die damit verbunden sind. Das sind sehr, sehr viele sehr, sehr viele Partner, mit denen ich ja auch zusammenarbeite und sehr viele verschiedene Aspekte. Und ich glaube, das ist das, was für mich immer wieder neu, auch interessant und auch herausfordernd macht. Ja, das muss man schon auch sagen. Also es ist auch, es ist emotional herausfordernd manchmal, denn die Geschichten, und du sagst eben, Paula, ja, die Leute, die da ihre Geschichten teilen, das ist sehr persönlich und sehr emotional. Und das geht mir natürlich auch nahe. Ja? Und auf der anderen Seite sind es diese harten wissenschaftlichen Fakten. Und ich glaube, das alles miteinander zu verbinden, das ist das, was für mich persönlich einfach auch diesen Bereich so interessant macht. Hast du einen persönlichen Berührungspunkt zum Thema Gesundheit? Vielleicht auch in der Familie? Ist es vielleicht auch ein Motivator für dich? Definitiv. Ja. Es ist nicht so, dass jemand, der mir so ganz unmittelbar, dass ich so eine ganz tragische Geschichte da jetzt habe. Ja, aber ich kenne das aus ganz vielen verschiedenen Bereichen, auch aus dem Bereich Krebs. Ja. Auch da gibt es Diagnosen in meinem Familien- und auch in meinem Freundeskreis. Auch Eltern von Freunden. Und ich meine, ich bin jetzt auch in einem Alter, wo tatsächlich auch schon einige Weisen sind, ja, das muss man auch sagen. Also das lässt man sich ja irgendwie, wenn man jugendlich ist oder Anfang 20 ist, dann ist das für einen häufig noch weit weg. Das passiert zwar immer mal wieder, aber jetzt sind wir so im Alter, wo eben auch die Generation meiner Eltern immer mehr erkrankt und es immer mehr Erkrankungen gibt und dann auch eben Freunde aus diesem Elternkreis versterben. Und das natürlich ist das eine zusätzliche Motivation, auf jeden Fall. Sehr, sehr spannend. Ich finde es total schön. Ich fand es eben sehr nett, wo du gesagt hast, es sind die Geschichten,
der Menschen, die mich in diese Richtung getrieben haben. Und das ist uns ja auch so wichtig, dass man mal sagt, ne, dass der Patient oder der Mensch einfach im Mittelpunkt steht des Ganzen. Genau. Ich musste gerade ein bisschen schlucken, weil mich das tatsächlich auch durchaus berührt, weil man einfach sagt, okay, es ist natürlich jetzt, wir sind jetzt auf der Gesundheitsebene auf einem ganz anderen Thema konfrontiert und vielleicht verschieben sich ja auch die Interessen und die Schwerpunkte, dass man nochmal ganz anders über diesen runden Tisch nachdenkt, den wir hier auf dieser digitalen YesCon-Konferenzebene präsentieren. Also da verschieben sich Themenbereiche, Lebensbereiche, Krankheiten und das finde ich schön, dass du das ansprichst, weil es tatsächlich ja auch so eine Öffnung in diese Richtung zeigt, dass da einfach auch Platz in dieser digitalen Kommunikationsebene gibt, die uns diesen Kommunikationsvorteil auch verschafft. Wo taucht mein Begehren, nicht das Individuelle, sondern bildlich gesprochen, wo taucht ein Patient bei euch wieder auf? Also du sagst, du kommunizierst, aber wo landet das dann? Also gibt es daraus vielleicht auch Projekte, die entstehen? Oder was macht ihr mit den Informationen, die ihr gewinnt oder mit den Eindrücken und Emotionen? Ganz, ganz unterschiedliche Dinge. Also das eine ist, sind wir diese individuellen Geschichten. Ich fang da nochmal oder hake da nochmal ein, die ich eben auch erwähnt habe, die wir uns jetzt zum Beispiel im Rahmen dieser bei uns sogenannten Global Patient Week immer vorholen. Das sind Sachen, die wir für uns, ich mache es mal ganz plakativ, dann haben wir einen Patienten, der bei uns ins Haus kommt oder in dem Fall virtuell reinkommt und mit uns ein Gespräch macht und mit uns seine Perspektive teilt. Und diese Geschichte, die halten wir auch nach. Also das sind auch oft Patienten, die sich dann in den Folgejahren auch immer mal wieder bei uns melden und uns einen Zwischenstand geben, was unfassbar emotional auch ist. Und das sind so die Namen dieser Patienten. Damit kann bei uns im Unternehmen eigentlich jeder was anfangen. Ja? Weil du weißt, ach, das war XY, ja, ich sage jetzt die Namen jetzt nicht, aber das war die Patientin, die hat diese Geschichte erzählt. Also das ist so diese eine Perspektive, diese mit diesem intern gerichteten. Und dann, um es so ganz plakativ zu machen, haben wir ganz Unterschiede. Also es gibt Projekte und Kooperationen. Ich sage jetzt mal im Bereich Onkologie beispielsweise. Wir haben ja auch globale Kollegen, ich habe es ja eben eingangs erwähnt, wir sind ja ein US-amerikanisches Unternehmen und haben ja Kollegen, die quasi in den anderen Ländern genau das Gleiche machen. Und wir arbeiten auch viel zusammen, also wir tauschen uns auch über die Länder hinweg aus. Denn das ist auch für uns extrem spannend, weil zum Beispiel Patientenvertretung in den USA komplett was anderes ist als Patientenvertretung in Deutschland oder in Spanien. Ne? Und aber auch die Projekte, die da entstehen, die aus der Patientengemeinschaft kommen, auch wahnsinnig spannend sind. Und jetzt haben wir auch Initiativen. Es gibt ja viele, viele Kongresse, die sich auch mit den fachlichen Themen beschäftigen. Einer ist der ESMO, also der European Society of Medical Oncology. Und zum Beispiel anlässlich dieses Kongresses veranstalten wir ein Advocacy Meeting, bei dem wir Vertreter verschiedener Patientenorganisationen zusammenholen, um Themen zu diskutieren. Und in diesem Jahr ist es Covid. Ja? Es ist ein Thema. Es ist, wie hat die Pandemie die onkologische Versorgung beeinflusst? Wo gibt es Probleme und wo können wir aus verschiedenen Perspektiven helfen? Also wo können wir als Unternehmen helfen? Aber eigentlich geht es darum, die Organisationen zusammenzubringen, dass die sich austauschen können untereinander. Ja, denn auch das ist dieses Thema Vernetzung und auch da hilft uns das Digitale natürlich. Wir versuchen da auch zu unterstützen und Enabler sozusagen zu sein, ja, um mal das ein schönes neudeutsches Wort zu verwenden. Und dann gibt es natürlich auch Kooperationen, die bedeuten, dass wir beispielsweise, wenn wir Patienteninformationsmaterialien erstellen, uns wirklich Beratung holen von Patientenorganisationen, um die das durchlesen, die kommentieren, die Inhalte reviewen, ja, die uns nochmal sagen, ach, das passt irgendwie hier noch nicht ganz oder da fehlt noch der Aspekt oder übrigens ein Thema, was immer wieder diskutiert wird bei uns, ist dieses und denkt doch da nochmal dran. Also das sind so konkrete Beispiele. Beantwortet das deine Frage? Ja, das ist einfach, wir wollen einfach natürlich das
den Bereich, der ist riesig und am liebsten hätten wir ja Präsentationen, aber wir sind ja ein Podcast, deswegen kann man das im Nachgang unterm Strich nicht sehen. Aber vielen Dank für das Anreißen des Themas. Ich glaube, es ist einfach wichtig, dieses Vertrauenskonto einzuzahlen und sagen, diese Informationen versanden nicht. Also sie landen irgendwo, sie werden diskutiert und danke, dass du uns diesen Eindruck verschafft hast. Sandra, ich habe dir versprochen, die Zeit fliegt. Das ist einfach so. Das ging jetzt ganz schnell. Ich hätte wahnsinnig, oder wir hätten wahnsinnig gerne mit dir weitergesprochen. Ich glaube, es ist eine von mehreren Möglichkeiten, wo das in Zukunft noch passieren wird, gerade den Dialog zu suchen. Du bist nicht allein, zählt nicht nur für Patienten, sondern für alle Interakteure des Gesundheitswesens. Und ich bin sehr dankbar, dass wir das hier einmal anreißen konnten. Dankeschön. Also wir verabschieden uns an der Stelle von dir, aber mit einem großen Dankeschön und einem kleinen Applaus vielleicht. Genau. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Genau. Ja, danke, dass ich bei euch sein durfte. Danke, Sandra. Ja, das war sehr spannend, ne? Das war sehr spannend. Also wir sagen es ja immer wieder tatsächlich auch mal nachfragen als Patient. Also ich finde, dass man kann auch mutig sein und so solche Strukturen einfach mal hinterfragen und auch sagen, ich sehe euch gar nicht, anderen Interakteure. Ich sehe das Produkt, aber wer macht das eigentlich? Genau. Wer steckt dahinter? Ja. Ich bin gespannt. Ja, ich finde es halt so spannend, weil es war ja früher in der Vergangenheit immer so, dass du sagst, okay, da ist die Pharma, die Industrie und ich habe eine Creme in der Hand und ich weiß gar nicht, von wem das ist. Und durch die Digitalisierung, da gibt es Webseiten, da gibt es E-Mail-Adressen und die Leute hören mir auch wirklich zu, wenn ich dahin schreibe. Das finde ich gut. Das finde ich auch gut. In diesem Sinne, ich hoffe, wir konnten auch einen Spalt in die Blackbox öffnen. Und ich glaube, es ist noch viel Bedarf, viel zu tun. Wir können alle immer nur aufrufen, seid neugierig. Wir sind mündige Patienten. Wir möchten auch so wahrgenommen werden. Aber wir werden auch mit offenen Armen so empfangen. Und ich glaube, das ist ein wertvolles Gefühl, mit dem auch wir heute uns verabschieden möchten. Ja, aber das muss ich noch sagen, es ist ja eigentlich wie YesCon auch das Gleiche, dass wir eben sagen, wir wollen alle das Gleiche. Und zusammen sind wir halt stärker, wenn wir uns zusammentun und einfach ein Ziel verfolgen, als wenn jeder als kleiner Einzelkämpfer da sitzt und sein Süppchen kocht. Sondern schmeißen wir das zusammen in einen großen Suppentopf. Wir sind heute der letzte Programmpunkt des Abends. Auf dieser Bühne? Auf dieser Bühne. Oben geht es noch weiter. Da laden wir euch herzlich ein. Auf dieser Bühne verabschieden wir uns tatsächlich. Ich bin gespannt auf dein Süppchen, Alex. Ja. Also könntest du ja mal offen. Du weißt, Hühnersuppe ist für alles gut. Ne? In diesem Sinne, Susan, dürfen wir dich auch nochmal dazu holen? Ja. Ja, erstmal Applaus für euch. Ja, ihr Lieben und liebe Zuschauer zu Hause natürlich, das Programm geht zumindest auf dieser Bühne langsam zu Ende. Ich wollte euch gerne noch sagen, dass alle Inhalte von gestern, von heute immer noch für euch freigeschaltet sind. Ihr könnt gerne nachholen, alles euch anzuschauen. Ich persönlich, für mich persönlich war es wirklich etwas Besonderes, an diesem Wochenende dabei zu sein. Ich bin wahnsinnig dankbar für alle Gespräche, die wir geführt haben, für alle Begegnungen und euch allen zu Hause wünsche ich alles, alles Liebe und nur das Beste. Du bist nicht allein, das ist der Hashtag hier und ich würde sagen, ihr könnt jetzt noch einmal auf Bühne 1 rübergehen, denn dort erwartet euch noch ein bisschen Musik. Axel Prahl ist auf der Bühne und dabei wünsche ich euch noch viel Spaß und einen schönen Restsonntag.